Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Kornel. Wir sind zurück bei The Binding of Isaac und wir spielen heute mit dem wunderbaren... Wir spielen heute mit Eve und mit Eve müssen wir, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, in die Hölle und das ist doch mal eine schöne Abwechslung. Außerdem brauchen wir noch Hasch und Mega-Satan. Wäre natürlich mega cool, wenn wir beide in einer Folge, also töten könnten. Aber ich weiß noch nicht genau, ob ich wirklich auf Angel Deals gehen will. Wobei, die Tatsache, dass wir mit jedem Charakter Mega-Satan töten müssen, ist tatsächlich so eine Sache, die tatsächlich, jetzt hier, Entschuldigung, ich hab da irgendwas im Hals stecken, glaube ich. Ein Speer wahrscheinlich. Er schlitzt mich von innen auf. Was wollte ich jetzt sagen? Worüber habe ich gesprochen? Genau, Mega-Satan ist so ein Fact, der wirklich dann auch dazu führt, dass man tatsächlich auch auf Angel Deals spielt, ne? Ist vielleicht sogar eine ganz gute Sache und vielleicht auch mal eine gewonnene Abwechslung. Wobei das halt immer schwierig ist, ne? Wenn der erste Devil Deal gut ist, da kann man so schwierig drauf verzichten. Aber gut, wir werden einfach mal gucken, wohin das Ganze uns bringt hier. Und dann ist auch alles gut. Dann ist auch alles gut, dann bin ich zufrieden und dann fertig aus Mickey Maus. So, jetzt erstmal hier den Raum clearen. Mal gucken, ob wir hier noch irgendwas finden können. Ich denke nicht, aber man weiß ja nie. Ein blaues Herzchen wäre halt ganz cool. Ich habe nur keine Bombe. Das heißt, eine Bombe würde ich auch sehr gerne finden. Einfach nur schon mal, ja, zur Sicherheit. Damit man halt auf jeden Fall irgendwie einen blauen Stein, wenn er auftauchen sollte, sprengen kann. Weil ansonsten ist der Devil Dean in der zweiten Ebene ein bisschen gefährdet. Und das ist so eine Sache, ja, die ich nicht so gerne mag. Wenn den Devil Deal in der zweiten Ebene verpasst, dann ist der Lauf schon meistens nicht so gut. Ja, ich habe da jetzt keine Statistik erhoben, aber ich würde sagen, da gibt es Zusammenhänge. Ich würde jetzt am liebsten natürlich Damage nehmen, damit ich in die Hurengestalt komme und ich einfach ein bisschen mehr Damage mache. Okay, das war jetzt ein halber Damage. Halt die Frage, ob ich das riskieren will. Das Problem ist halt, wir haben keine blauen Herzen. Das ist halt das ganz große Problem. Ja, ich glaube, ich probiere es. Ja, wie kriege ich jetzt hier einen halben Damage? Das ist halt auch so eine Frage. Ja, ich weiß es auch nicht so genau. Ich finde den Boss cool, aber der Boss nervt mich auch ein bisschen. Muss ich ehrlich gestehen. Weil der immer so hin und her und her und hin und... Oh mein Gott! Okay, dann gehen wir uns mal kurz Damage machen. Sehr schön. Wir kriegen eine graue Kiste, die wir natürlich gut gebrauchen können. Ein halbes Herz können wir mitnehmen, ist kein Problem. Das ist ja Eves Vorteil bei dem Item, ne? Normalerweise muss man auf ein halbes rotes Herz runter, um in die Hurengestalt zu kommen. Bei Eve reicht ja, wenn man ein ganzes hat. Also dementsprechend machen wir das einfach mal so. Und ja, ein Tiers Up plus zwei blaue Herzchen in der ersten Ebene halte ich persönlich, vor allen Dingen mit Eve. Also, das ist tatsächlich so eine Sache, wo man sich auch mal drüber Gedanken machen kann. Squeezy Tears ist mit Eve halt viel wertvoller als mit anderen Charakteren. Und vor allen Dingen beim Greed Mode ist es ja so ein bisschen... Also, gerade beim Greed Mode kommt das so raus, dass die Wertigkeit der Items sich ein bisschen verändert, ja. Im Greed Mode gibt es Items, die wertvoller sind als zum Beispiel jetzt hier in dem normalen Lauf. Deswegen wurde der Greedlauf ja auch gemacht. Ich meine, das hat Edmund auch mal thematisiert in irgendeinem Posting auf seinem Blog, den er da immer gemacht hat. Lange bevor Afterbirth rauskam, hat er da, glaube ich, geschrieben von wegen, ja, der Greed-Mode, der ist cool, weil da die Items auch anders, da weil man da anders über die Items nachdenken muss und so. Und ja, das ist komplett richtig und das ist halt mega cool. Und, boah, eine Bolts of Steel-Pille. Uiuiuiui, das ist natürlich stark. Das ist natürlich richtig stark und ja, genau diesen Effekt gibt es natürlich auch mit den verschiedenen Charakteren, Schrägstrich, wenn du halt verschiedene Item-Kombinationen hast, ja. Und vor allen Dingen mit Afterbirth ist es wahrscheinlich noch krasser geworden, weil es einfach mehr Optionen gibt, die du irgendwie kombinieren kannst. Ja, und das ist halt auch das Schöne an Isaac, ne. Ich glaube, genau dieser Punkt ist die Sache, weswegen Isaac nie langweilig wird. Ich habe den blauen Stein gesehen, Leute. Ich habe ihn gesehen. Ich hätte gerne das Damage Up. Das wäre mega. Boah, da würde ich einen Orgasmus kriegen. Okay.
2 blaue Herzen ist aber auch decent, ne? Decent, sagen die immer. Ist auch total in Ordnung. Ja, it's okay. It's okay, it's alright. Everybody come on in my club tonight. Boah. Nein, ich habe das Herz eingesammelt. Nein. Was habe ich getan? Nein. Das wollte ich nicht. Das ist halt immer richtig nervig, ne? Das ist halt immer richtig nervig. Boah, Aquarius ist hier mega stark, das Item. Aquarius ist ja mega stark. Okay, wir nehmen das HP ab mit und hoffentlich... Ja, perfekto! Perfekto, Matico. Und Bobs Curse ist irgendwie... Das ist auch interessant. Ja, das Coole ist, wir haben jetzt halt ein rotes Herz. Das heißt, ja, shit happens. Ist total egal, was der... Ja, verdammt. Ein rotes Herz ist perfekt. Jetzt sind wir im Huren-Modus wieder. Wir haben ein Guppy-Item. Wir haben das Book of Belial. Wir haben den Damage-Bonus von der Hure. Wir sind auf jeden Fall richtig gut aufgestellt. AP-technisch sieht es auch richtig gut aus. Ja, überhaupt gar keine Probleme. Wow, richtig gut, richtig gut. Wir haben 7 Bomben. Wir könnten eventuell den Geheimraum suchen. Okay. Ja, das war so nicht geplant. Curse of the Maze, Curse of the Maze. Könntest du bitte aufhören? Alter. Wow. Wir sprengen mal hier für den Head of the Keeper. Hm, leider nicht. Die Münze nehme ich natürlich mit. Dafür gehe ich gerne nochmal zurück. Wir verschwenden hier gerade ein bisschen Zeit. Deswegen immer im Kopf behalten. Ruhig erkunden, Kornel. Das erlaube ich dir. Oh, Diplopia. Diplopia. Ja, Heidewitzka. Two of Spades. Da. Book of Belial, mach es gut. Du warst schön, aber ich bin schöner. Ich habe übrigens den Devil Deal genommen. Ja, ist mir jetzt gerade aufgefallen, dass ich darüber nachgedacht habe, auf Angel Deal zu gehen, aber ich denke, gerade mit Eve, das ist wieder so die Sache, gerade mit Eve in dieser Situation musst du die Deals einfach nehmen. Das ist halt einfach, musst du. Das führt keinen Weg dran vorbei. Manometer. Ach ja, das ist eine Bolts of Steel Pille, die genehmigen wir uns mal. Mit Geheimraum, perfekt, Alter. Alter, einfach nur. Die Blank Card, ui. Okay, stark auf jeden Fall. Wir wissen ja, wo Diplopia liegt, ne, Diplopia. Und bevor ich zum Boss gehe, werde ich es auf jeden Fall holen. Ich nehme jetzt erstmal die Blank Card mit, weil wegen Two of Spades, ja, wenn ich das ein paar Mal aufladen kann, ist es auf jeden Fall ziemlich nice. Wir wissen ja, wo Diplopia liegt. Wenn jetzt hier irgendwas ist, was ich verdoppeln will, hole ich es mir schnell. Und ansonsten schauen wir da mal. Ich glaube, bevor ich in den Goldraum gehe ich... Ich habe kein Geld. Ja, nee, ich gehe nicht vorher in den Shop. Ich habe halt drüber nachgedacht. Ja, Mann, warte. Naja, Fliege, geh mal weg. Genau, und jetzt töte ich einfach dich. Mann, hör auf damit. Danke. Ich kann auch einfach hier den Haufen kaputt machen. Okay. Ja doch, ich gehe schon rein. Ah, das Diplopia. Oh. Dead Eye. Was macht das? Manche Tränen haben so eine komische Aura. Ich weiß nicht genau, was das bringt. Aber vielleicht können wir es herausfinden oder so. Da sehen wir es. Ach, ich glaube... Ah, ich weiß, was es bringt. Guck mal, aber... Okay. Wenn wir den Gegner treffen, in Folge wird unsere Träne stärker. Aber das sieht so aus, als hätte man auch ein paar Fehlversuche, die man irgendwie... Also, als hätte man so Fehlversuche, die man haben darf, ohne dass sich das verschlechtert. Oder das ist einfach nur so ein bisschen... Ich weiß es nicht genau. Er sieht ein bisschen komisch aus, tatsächlich. Ja, wir haben jetzt wieder Two of Spades aufgeladen. Das bringt jetzt natürlich nicht so viel. Ja, vielleicht hätte ich doch eher mal nicht in den Goldraum gehen sollen. Naja, aber das ist auf jeden Fall ein cooles Item gegen Tanky-Bosse. Kann uns das auf jeden Fall sehr gut helfen. Müssen wir mal gucken, wie genau wir das am Ende dann halt einsetzen. Nee, ich glaube, sobald wir einmal vorbeischießen, werden sie wieder schwächer. Komm, mal einen Kopf hoch.
Ja, ich denke. Oh, ich hatte ein bisschen Angst, dass die Bombe schlecht gesetzt war. Das war nämlich nicht so optimal. Oh mein Gott, dieses Geld, ne? Schade. Ich hab einfach gehofft, dass es vielleicht die Kerze ist, die schwarze Kerze. War sie aber leider nicht. Ja, jetzt ist halt die Frage, was machen wir mit Diplopia? Und ja, ich denke, wir lassen... Ich denke, tatsächlich... Komm her, komm raus, komm. Wacker, 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 yeah. Wacker, 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 yeah. Ich gedenke, wir werden die Blankcard zurücklassen. Auch wenn es halt jetzt echt ein bisschen unnötig war. Wobei ich sie schon gerne mitnehmen würde. Ah, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht genau, was ich jetzt hier machen soll. Und ich will auch nicht so viel Zeit verschwenden. Also entscheide dich schnell und weise. Ja? Dankeschön. So. Ja, wir können ja noch eben die Ebene zu Ende erforschen. Wir sind gut unterwegs. Wir haben guten Speed auf Lager. Wir haben... Ja, wir sind gut am Mann. Das ist auf jeden Fall schon sehr schön. Da ist Diplopia drin. Diplopia. Die heißt Diplopia. Das vergesse ich immer. Diplopia. Nicht Diploplia, sondern Diplopia. Ohne das zweite L. Aber ich mag irgendwie den Namen Diplopia. Ich finde, das hört sich lustig an. Naja, wie dem auch sei. So. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Ja, ich... Ich gehe einfach. Ich scheiß auf die Blank Card. Ich kann Diplopia kann ich hier nicht zurücklassen. Ich kann es nicht tun. Und ja, ich könnte natürlich, wenn ich einen Devil Deal kriege, einfach auf gut Glück die Sachen da drinnen verdoppeln und dann gucken, was es dort so gab. Ne, das ist halt so eine Sache, die durchaus möglich wäre, aber bam, down genügt. Blue Cap HP ab. Ja, und jetzt sind wir nicht mehr in der im Hurenmodus, was auf jeden Fall. Oh mein Gott. Auf jeden Fall richtig nervig ist. Na, oh, komm schon. Gib mir wenigstens die Kohle. Ja, sehr schön. Ja. Ah, ich muss zurück in den Hurenmodus, Mann. So richtig nervig. Aber hätte ich das Item vielleicht einfach liegen lassen sollen? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Wir werden die Ebenen hier auf jeden Fall auch ohne den Hurenmodus erstmal schaffen, ja. Und dann kriegen wir wieder einen Devil Deal, in dem wir wahrscheinlich dann wieder was machen können. Also, das sollte nicht das allergrößte Problem sein. Lass mal da reingucken. Zwei Münzen. Ja, ja, gut. Das war nicht so erfolgreich, wie ich mir das erhofft habe. Aber meine Güte. Was willst du machen, ne? Was willst du machen? So, einmal alle sterben, bitte. Hä? Ich verstehe das immer nicht so genau. Guck mal, ich habe jetzt die ganze Zeit den stärkeren Schuss, bis ich jemanden treffe. Das verstehe ich nicht, weil... Ist auch egal. Ist auch egal. So, da können wir nicht rein. Ist wahrscheinlich auch nicht so wichtig. Vielleicht können wir da später noch rein. Ich würde jetzt am liebsten erstmal den Boss finden. Und dann dafür sorgen, dass ich wieder einen Devil Deal kriege oder so. Damit meine Herzen verschwinden. Oh, eine Temperance-Karte. Richtig nice. Richtig nice. Entschuldigen Sie.
entschuldigen, wie? Ja, ich glaube, eine Bombe gegen einen Nickel tausche ich ein. Und dann gucken wir mal, was hier im Zacki-Zacki-Raum auf uns wartet. Ja, okay. Das ist gut, dann können wir die Temperance-Karte erstmal mitnehmen für alle Fälle. Und können an dem Kumpel hier spielen. Ah. Wir spielen mal noch ein bisschen weiter. Sehr schön, haben wir ein halbes Herzchen bekommen. Und ein Item. Yeah, Gimpy! Grüße dich, mein Freund. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Und für alle Fälle haben wir immer noch die Temperance-Karte, mit der wir uns wieder, falls wir mal wieder Herzen einsammeln oder so, trotzdem zurück in den Huren-Modus bringen können. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und ganz, ganz wichtig, keine Herzen einsammeln. Keine Herzen einsammeln. Oh, ich werde es bestimmt gleich wieder vergessen oder so. Wir gucken mal eben kurz da oben rein, vielleicht sind da ja rote Kisten. Nee, leider nicht. Hm. Keine Herzen einsammeln. Aber das, ich weiß auch nicht, warum das so schwierig erscheint, aber ich weiß auch nicht, um ehrlich zu sein. Das ist halt eigentlich, ne, sollte es kein großer Deal sein, einfach ein bisschen darauf zu achten, dass man keine Herzen einsammelt, aber so hin und wieder ist es tatsächlich gar nicht mal so einfach. 3 Batterien, yeah. Stell mal vor, wir könnten jetzt fliegen wie die Flieger, ole. Ich möchte halt Damage-Ups verdoppeln, ja, das ist halt, ich hätte einfach gerne Pentagramm und den Mark, ja. Hätte ich gerne im Devil-Deal, dann würde ich das verdoppeln, dann hätte ich 4 Damage-Ups. Ich glaube, das synergiert zusammen, oder? Also das schließt sich nicht aus. Wenn ich doppelt Polyphemus einsammeln würde, hätte ich auch doppelt Polyphemus Damage-Up, oder? Ist halt nur die Frage, die sich da stellt. Der rastet Key. Ist halt nur die Frage, die sich da stellt. Wenn ich doppelt Polyphemus habe, was macht dann meine Tears Rate? Weil die könnte relativ schlecht sein, oder? Könnte sein, ja. Hallo Greedo. Wie geht es dir? Wow, ich glaube, das Dead Eye ist ein richtig starkes Item. Gegen Hush könnte das auch mega stark werden, wobei das ja wahrscheinlich egal ist, weil Hush ja sowieso alles auf einen Nenner regelt. Das ist halt immer so ein bisschen, ne? Ach, come on. Yeah, Abaddon. Wir haben keinen Devil Deal bekommen. Ist das dein Ernst? Alter. Wir haben einfach jetzt doppelt Abaddon. Das ist gut, oder? Ja, ich habe es jetzt eingesetzt. Keine Ahnung. Dieses Spacebar-Item macht mich auch immer ein bisschen paranoid. Ja, nicht paranoid, aber dieses Spacebar-Item macht mich auch immer so ein bisschen verrückt, muss ich ehrlich gestehen. Weil man sich dann immer so denkt, ja, das könnte ich verdoppeln, aber vielleicht kommt ja noch mal irgendwas Besseres oder... Boah, dieser Druck, ne? Dieses... Aber ich habe ja... Ich muss ja gar keine Bomben benutzen. Wow. Das hat sich gelohnt. Nehmen wir mal den Blood Penny mit. Den können wir gar nicht mitnehmen, weil wir ja gar keine roten Herzen aufnehmen können. Von daher bringt mir das ja überhaupt nichts. Also, ja, nee. Bringt mir ja überhaupt nichts, ne? So, sterben Sie bitte. Dankeschön. Und du da oben einmal, Dankeschön. Einen Schlüssel nehme ich gerne wieder mit. 7 Schlüssel nach so einem Raum zu haben, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Wobei die Kisten jetzt nicht so toll waren, wie ich mir das irgendwie erhofft habe. Und ich bin schon wieder zu langsam geworden. Ich bin schon wieder zu langsam geworden, um den Devil Deal zu erreichen. Obwohl das ein starker Lauf war. Weil ich wahrscheinlich einfach nicht konzentriert genug war, darauf zu achten, dass ich schnell genug vorwärts komme. Weil ich wahrscheinlich wieder voll viel Zeit vertrödelt habe irgendwo. Indem ich rumgelaufen bin und überlegt habe und bla. Ich verquatsch mich immer, habe ich das Gefühl.
So, weil das Potenzial ist riesig, wie du, also du kannst Isaac halt mega schnell im Grunde spielen, so. Das ist alles im Großen und Ganzen nicht das große Problem. Oh, ich hasse diese Gegner. Ich hasse sie. Ich glaube, man hat so ein paar Freischüsse. Ich verstehe das Dead Eye Item nicht genau, aber naja, ist ja auch nicht so schlimm. Ich meine, es ist gut, ja, augenscheinlich. Ich habe das Gefühl, dass es ein gutes Item ist. Und das soll dann auch reichen. Whoopsi. Und da bin ich dann auch zufrieden mit. So, es reicht mir. Dankeschön. So, komm mal her, kleine unsichtbaren Geister oder was auch immer ihr seid. Alle einmal hier rum, alle einmal... Ist da jemand? Könnt ihr vielleicht... Ja, die sind gefiert, ne? Ja, das ist immer ein bisschen doof. Boah, zwei blaue Herzchen. Krass. The Hanged Man. Range up. Boah, unsere Range müsste auch richtig stark sein. Ja, wobei. Es geht. Es hält sich in Grenzen, möchte ich sagen. Okay, okay, die Münze hole ich mir. Okay, okay. Im Goldraum wünsche ich mir Proptosis. Ole. Proptosis. Ole. So, gib es mir. Die Glitterbombs sind relativ gut, glaube ich. Die haben eine Chance, ein Pickup zu droppen. Ich glaube immer. Ich glaube, die haben einfach immer eine Chance, egal ob du einen Gegner triffst oder nicht. Die haben die Chance, ein Pickup zu droppen. Wir haben 44 Münzen. Das bedeutet, wir spielen an dir. Wenn wir schon in die Stacheln laufen, ne, dann müssen wir auch an dem Kumpel hier spielen. Sonst ist ja alles umsonst gewesen. Komm, gib mir ein Item. Aber kein HP ab, oder? Ah, für einen Devil Deal wäre es okay, aber ich weiß ja nicht, ob ich einen Devil Deal kriege. Das ist immer so ein bisschen Poker, ne? Poker, Poker, Poker. Ja, dich möchte ich eigentlich nicht haben. Oh mein Gott. Ja, nee, den Kumpel will ich nicht haben. Keine Ahnung, den mag ich nicht. Ich wollte den Shop noch suchen. Ja, der Bossrush ist eh gerade vorbei. Wir hätten ihn vielleicht sogar noch schaffen können, wenn wir uns richtig beeilt hätten. Aber war ja eh keine Option. Ja, der Bossrush wäre nur interessant gewesen, wenn wir eine Teleportationskarte gehabt hätten. Hatten wir aber nicht. Also, so what. Also, so what. Ist doch alles egal. Ich suche den Job, das ist doch klar. Da ist ein kleiner Gegner, wunderbar. Den treffe ich nie, das ist doch klar. Weil der ist doch viel zu klein. Ja, der ist doch viel zu klein. Da ist ein kleiner Gegner, wunderbar. Die Autobatterie. Die ist super und die schießt ins Knie. Ich nehme sie einfach mal mit. Ole. Die Autobatterie. Ole. Bam, 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 bam. Ja, wir haben noch nichts für die Autobatterie, aber wir finden ja bestimmt früher oder später ein Spacebar-Item und dann kann sie schon nicht schaden. Vielleicht finden wir gleich den Nagel. Den würde ich sogar... Ja, der Nagel wäre eigentlich ganz gut, ne? Würde zwei blaue Herzen geben. Gibt der dann auch ein doppeltes Damage ab? Oder ist es dann irgendwie auch nicht... Funktioniert das nicht so? Ja, das ist halt immer jetzt so die Frage. Ja, ich nehme es mal mit. Guppy! Und der mag. Dab, 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 dab. Ah, genau, wir kriegen jetzt bei jeder Guppy-Aufladung kriegen wir doppelte Fliegen. Das ist richtig stark. Das bedeutet im Grunde, dass wir Guppy zweimal im Raum einsetzen können. Also pro Raum zweimal Guppy. Das ist mega stark. Mega stark, ey. Das gefällt mir richtig gut. Und noch ein Guppy-Item und wir sind Guppy, ne? Ja, ich laufe in die Stacheln, weil es mir gefällt.
ne? Okay, nehme ich mit. Alles klar. Damage ab und HP ab. Da will ich rein. Eine goldene Kiste. Nee. Doch, ich habe es mir anders überlegt. GG, Instawin. Ihr wisst, Leute, Abel ist ein Instawin. So. Was wir auf jeden Fall jetzt beachten müssen, ist, nicht so viel Damage zu kriegen. Wirklich. Es wäre einfach so wichtig, dass wir bei Sahash, ja, dass wir bei Hash einfach ein bisschen Herzen haben. Dann können wir den eigentlich ohne Probleme besiegen. Einfach ein bisschen, ein paar Herzen brauche ich. Und dann ist alles easy gut, ja. Okay, nicht nochmal in die Stacheln laufen. Ich bin einfach zweimal in diese Stacheln gelaufen. Das ist so unfassbar traurig. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Wirklich. Diese Stacheln, ne? Die rauben mir noch den letzten Nerv. Wisst ihr, was das Allerschlimmste ist? Wenn du... ihr habt ja gemerkt, in den letzten Tagen kamen ein paar weniger Videos, ne? So, jetzt kann man wieder sagen, Kornel, du faules Stück Scheiße, warum machst du nichts, bla bla bla. Ich war einfach, ich habe viel probiert aufzunehmen, ja, das könnt ihr mir glauben, oder auch nicht, ist mir egal im Grunde. Aber ich habe probiert aufzunehmen, das Ding ist nur, es war so ein bisschen, wisst ihr, so ein bisschen, oh mein Gott! Das Problem ist, ich habe keine Begleiter, die ich verdoppeln kann. Aber nein, was mache ich da? Warum? Ich wollte gar kein Geld aus dem Automaten sprengen. Das war Reflex. Oh. Ja, nee, ich habe ja keine Begleiter, die ich verdoppeln kann. Okay. Ja. Was habe ich gesagt? Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Das ist wieder so der Punkt. Wisst ihr, ich bin dann bei 24 Minuten. Warum bin ich hier reingegangen? Ich habe vergessen, dass ich die Karte habe. Ich bin nur am Trödeln. Mann, ich... Ich habe gerade gedacht, dass ich auf der richtigen Ebene für den Boss wäre. Also für Moms Fuß, aber war ich ja gar nicht. Oh, ich bin so richtig blöd. Manchmal, ne, frage ich mich, was mit mir los ist, ey. Aber wir können das noch schaffen, auch wenn es richtig, richtig, richtig kurz... Also es wird ein bisschen knapp. Ah, der frisst Damage, das ist wunderbar. Lass mich rein. Hallo Mama. Alles gut, einfach Damage machen. Wir wollen in die Hölle, wir haben keinen Devil Deal bekommen, hier ist kein blauer Stein, wir gehen einfach weiter. Geh weiter, in die Hölle. Also erst Hasch, dann Hölle. Was ist das für ein komisches Geräusch? Hier in meinem Zimmer. Ich glaube, ein Hubschrauber. Okay, wo ist der Boss? Oben. Der muss oben sein. Da führt einfach überhaupt gar kein Weg dran vorbei. Oh mein Gott. Jetzt müssen wir uns echt beeilen. Jetzt müssen wir uns aber kurz darauf konzentrieren, ja? Schluss mit Larifari, Cancer. Oh mein Gott, da war einfach in der grauen Kiste, war Cancer. Ich habe 12 Bomben. Nutze sie weise, mein junger Padawan. Nutze sie weise. Wo muss ich hin? Wo? Nach oben. Immer nach oben. Oben. Okay. Wir haben Zeit. Das ist nicht das Problem. Da war eine Batterie. Das ist okay. Da habe ich ein paar Fliegen verloren. Wunderschön. Gimpy hat mir ein blaues Herzchen wiedergegeben. Das ist natürlich mega nice. Und Ebene Nummer Uno haben wir hinter uns gelassen. Bam. Kein Devil Deal. Ich verstehe nicht warum. Meine Güte, ich verstehe es nicht. Aber ist okay. Jetzt haben wir noch 4 Minuten für die letzte Ebene und wir haben die Karte. Das ist ausreichend. Das ist mega ausreichend. Ja. Nee, natürlich nicht. Wir müssen bestimmt hierher. Okay, den großen Raum können wir dann halt einfach skippen, weil wir es können, wisst ihr. Die Pille ist eine 48 Stunden Energiepille, das ist okay. Und dann geht es einfach weiter, top, die Wette gilt. Ja, was ich gesagt habe, ne, ihr habt ja gemerkt, ne, wie gesagt, bla bla bla.
Das lag nicht daran, dass ich nichts getan habe oder so, sondern einfach, ich hatte einen schlechten Lauf. Ich hatte einen schlechten Lauf, was die Aufnahmen anging. Ja, das lag zum Beispiel auch am Meat Boy. Das Problem ist halt, ich kann verstehen, wenn Leute traurig sind oder auch ein bisschen genervt davon sind, dass Meat Boy abgebrochen wurde. Ne? Ist total okay. Aber ja, ich hatte halt einfach keinen Spaß mehr am Meat Boy. Das Problem ist nur, ich habe in meine Aufnahmesessions, die ich so machen wollte, immer mit Meat Boy gestartet, ja? Immer. Immer mit Meat Boy. Und ich habe jedes Mal gemerkt, nee, ich habe keinen Bock mehr. Und dann habe ich immer diese Aufnahmesession abgebrochen. Das ist so ein bisschen wie, wisst ihr, wenn ihr richtig Bock auf Sex habt. Und dann sagt die Frau zu euch, ja, Schatz, aber... Boah, das ist jetzt eine schwierige Entscheidung. Fliegen und das Messer. Wenn ich nicht Guppy werde, ist das Messer natürlich viel besser. Wenn ich Guppy werde, welche Chancen habe ich noch darauf, Guppy zu werden? Nicht mehr viele, ne? Und Hasch mit dem Messer habe ich noch nie gemacht. Ich glaube, wir nehmen das Messer mit. Es tut mir leid, wenn ihr das langweilig... Ja, ihr findet das nicht langweilig. Warum solltet ihr das langweilig finden? Ich meine, wir haben das fucking Messer, Leute. Wir haben das Messer, Leute. Wir haben das Messer. Ja, auf jeden Fall. Wo bin ich stehen geblieben? Oh, fuck. Ich glaube, ich kann nach Hasch gar nicht... Oh, mein Gott, Cricket Set. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Warum sind hier drei Items? Das ist nicht normal, Leute. Das ist nicht fucking normal. Alter. Das ist... Wow. Technology. Wie funktioniert Technology und das Messer? Habe ich da noch einen Technology-Strahl? Alter, das ist mega stark, oder? Guck mal, wow! Das ist Technology 1, ne? Guck mal die Tiersrate an. Warum haben wir so eine kranke Tiersrate? Ich glaube, das ist stark, Leute. Ich glaube, das ist stark, ey. Ich glaube, das ist stark, ja? Okay, top, die Wette gilt. Was wollte ich eigentlich gegen... Warum bin ich mir eigentlich so sicher, dass ich gewinne gegen Ultra Qui? Ich glaube, wenn wir jetzt hier einfach ganz lange warten, wird, ich glaube, dann wird, Hasch schwächer. Ja. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ich habe immer mit Meat Boy angefangen und dann hat mir mal die Laune verdorben, so ein bisschen. Alter, unser Laser ist so stark. Wie krass ist es denn? Alter! Der Damage ist real! Der Damage ist real, Leute! Meine Nase juckt ein bisschen, es tut mir leid. Ich hoffe, da kommt ihr drüber hinweg. Ja, ich habe nicht darauf geachtet, gerade aufs Ausweichen. Das macht aber mega viel Spaß. Gegen Hasch zu kämpfen ist wirklich mega spaßig, weil es einfach so richtig viel Spaß macht, hier auszuweichen. Weil es einfach so richtig cool ist. Das Ding ist, wenn wir jetzt auch noch Guppy werden würden, ne? Dann würden wir so viele Fliegen spawnen. Das wäre mega OP. Also ohne Spaß, dass wir das Messer genommen haben, war die richtig, richtig, richtig krasseste und guteste vor allen Dingen, beste Entscheidung unseres Lebens, Alter. Das ist unfassbar. Richtig gut, ey. Und Hasch, es wäre schön, wenn du ein bisschen langsam machst, weil meine Nase, die juckt echt ein bisschen sehr. Ja. Und, keine Ahnung, die letzten Tage. Ich hab das manchmal, dass ich einfach in so eine Phase komme. Das liegt meistens daran, dass ich irgendwie aufhöre, regelmäßig aufzunehmen. Wenn ich dann wieder reinkommen will, dann wird es schwierig für mich irgendwie. Und, das ist vor allen Dingen auch dann so, wenn ich ein Projekt habe, was mich irgendwie, ja, wo ich einfach so negative Gefühle bei habe. Das ist richtig schwierig für mich. Das ist richtig schwierig für mich. Go, 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 Power Rangers. Go, go, Power Rangers.
Go, go, Power Rangers! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Go, go, Power Rangers! Go, go, Power Rangers! Go, go, Power Rangers! Ole, ole! Es ist einfach so krass, wie einfach dieser Haschkampf manchmal ist. Also, ne, das soll jetzt, ich bin nicht der beste ISX-Spieler, leider. Ich bin sogar relativ schlecht noch drauf momentan. Ja, das ist das Problem. Ich habe vergessen, dass wir das Ending im Let's Play-Spielstand noch nicht hatten. Hash wurde gepatcht. Hier gibt es ein Ending. Das werden wir uns jetzt auch angucken. Das ist mega episch, Leute. Das Problem ist nur, wenn wir dieses Ending finden, dann ist halt der Lauf vorbei. Beim nächsten Mal können wir hier wieder weiterspielen. Aber, ja, so halt leider nicht. Das ist ein bisschen doof. Ich weiß nicht, ob wir eine Möglichkeit haben, dem irgendwie zu umgehen. Aber ein Devil Deal würde daran, glaube ich, auch nichts ändern. Ja, ich denke, wir spenden unser Geld jetzt noch, was wir hier haben. Und dann... gucken wir uns mal das Ending an. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Es ist echt schade, dass ich mit der Kombination nicht weiterspielen kann. Ist halt mega übertrieben OP, glaube ich. Und ja. Wir gucken uns jetzt das Ende an. Das ist mega gut, Leute. Mega gut. Ich hoffe, ihr kennt es schon. Ansonsten schaut es euch jetzt auf jeden Fall an. Ich verabschiede mich. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss.